Hallo Freunde, herzlich willkommen zum großen Schachquiz hier beim Schachstrategen. Angelehnt an große Spielshows wie Jeopardy, der große Preis oder Wer wird Millionär, spielen wir nach ganz einfachen Regeln. Wir haben fünf verschiedene Kategorien mit je fünf Fragen. Der Schwierigkeitsgrad von 200 bis 1000 erhöht sich nach und nach. Für jede richtige Antwort gibt es die Punktzahl der Frage, die werden dann addiert, die Punkte, und können am Ende mit der Masterfrage nochmal verdoppelt werden. Und das sind die einfachen Regeln. Die fünf Kategorien heute lauten Spieler, Zitate, Eröffnung, Ereignis und Autor. Relativ selbsterklärend. Ich zeige euch ein Bild eines Spielers und den dürft ihr dann eben entsprechend benennen. Beim Zitat, dann nenne ich euch das Zitat und ihr dürft den Ursprung des Zitats zuordnen. Bei Eröffnung gebe ich euch Züge vor. Da sagt ihr mir die Eröffnung oder vielleicht die konkretere Variantenbezeichnung. Ein Ereignis, da gebe ich euch ein paar Randdaten, dann müsst ihr versuchen, anhand dieser Randdaten das Ereignis zuzuordnen. Und beim Autor zeige ich euch ein Buchcover und ihr sagt mir, von wem das Buch ist. Mit Beginn der Frage gebe ich euch etwa 5 Sekunden Zeit für die Antwort. Da läuft auch eine kleine Hintergrundmusik und dann kommen wir auch direkt immer zur Auflösung. Im Zweifelsfall also mal immer das Video anhalten. Und damit genug der Vorrede. Los geht's! Die erste Kategorie ist Spieler 200 und ich möchte von euch wissen, wer ist dieser Spieler? Das ist natürlich Anatoli Karpow. Weiter geht's mit Zitate 200. Von wem ist dieses Zitat hier? Auch dieses Zitat stammt von Anatoli Karpow. Damit kommen wir zu den Eröffnungen 200 und ich möchte von euch wissen, wie heißt diese Eröffnung? Das ist natürlich die italienische Eröffnung. Bei Ereignis für 200 gebe ich euch folgende Daten mit, nämlich es handelt sich um eine Weltmeisterschaft, zwei russische Spieler und das Match wurde abgebrochen nach 48 Partien. Was suche ich? Nun, das war natürlich dieser erste legendäre WM-Kampf zwischen Karpow und Kasparow. Nun, wer diesen eingebauten Rechtschreibfehler bei Autor gefunden hat, darf sich weitere 200 Bonuspunkte gutschreiben. Womit wir bei der Frage für Autor 200 sind, nämlich, von wem ist dieses Buch hier? Nun, mein System ist sicherlich eines der berühmtesten Bücher von Aaron Nimzowitsch ist es. Die Einführungsrunde ist damit beendet und du solltest sicherlich 5 aus 5 haben. Aber was ist mit der 400er Runde? Kriegst du die auch alle gelöst? Wir schauen rein. Für Spieler 400, wer ist das hier? Nun, das ist natürlich unser Bundestrainer Jan Gustafsson. Nun, das nächste Zitat stammt von wem? Die Bauern sind die Seele des Schachspiels. Nun, das ist ein berühmter Ausspruch von Philidor. Bei Eröffnungen 400 möchte ich von euch wissen, wie nennt sich diese Eröffnung? Nun, das ist die königsindische Verteidigung. Bei Ereignis 400 gebe ich euch folgende Daten voraus, nämlich 1770 erfunden, Erfinder war Wolfgang von Kempelen und eine moderne Rekonstruierung steht im Heinz-Nixdorf-Museum in Paderborn. Nun, das ist der berühmte Schachtürke, eine Maschine, wo ein Mensch drin war. Genaue Informationen. Wer sich da informieren möchte, darf gerne im Heinz-Nixdorf-Museumsforum mal vorbeischauen. Und zum Abschluss der 400er Reihe suchen wir den Autor dieses Buches hier. Wer ist das? Nun, den Tigersprung hat Arthur Jussupow geschrieben. Das sind mehrere Bücher mit mehreren Reihen zu verschiedenen Spielstärken. Sehr zu empfehlen, auch für fortgeschrittene Spieler. 10 haben wir,
15 kommen noch. Wer nicht alle 10 richtig beantwortet hat, darf gerne ein Like da lassen. Für 600. Welcher Spieler ist das hier? Das ist Daniel Naroditzky. Er macht fantastische Erklärvideos. Zitate für 600. Die Drohung ist stärker als ihre Ausführung. Dieser Spruch wird Dr. Siegbert Tarasch zugeschrieben. What? Wenn ihr dachtet, der Spruch wäre von Tartakova, dürft ihr euch auch 600 Punkte gutschreiben, denn ich habe aus verschiedenen Quellen verschiedene Meinungen gehört, von daher war ich nicht ganz sicher. Eröffnung 600 wird etwas schwieriger, denn ich möchte von euch wissen, wie nennt sich diese konkrete Variante? Das ist in der Karo-Kann-Verteidigung, in der Vorstoßvariante, die Short-Variante. Für Ereignis 600 gebe ich euch folgende Vorgaben. Eingeführt 1926 von der FIDE, noch unregelmäßig, seit 1950 alle 2 Jahre durchgeführt. Von 1952 bis 2002 dominierte die UdSSR, respektive Russland. Die längste Partie wurde zwischen Sairawan und Xu Yun gespielt und dauerte 190 Züge. Und das war die Einführung der Schach-Olympischen Spiele, hier beispielhaft mit einem Spielsaal aus Dresden. Und für 600 wird der Autor dieses Buches gesucht, die Stappen-Methode. Das sind Rob Runar und Korvan Weijerden, wie auch immer er ausgesprochen möge, verzeihe mir, eine 6-teilige Heftreihe, sehr, sehr zu empfehlen. Ich hoffe, ihr fühlt euch genug herausgefordert und trotzdem wird es natürlich noch schwieriger, denn jetzt sind wir bei der 800er Reihe. Und wir starten die 800er Reihe mit diesem Spieler. Wer ist das? Nun, die Älteren werden sich erinnern, hoffentlich zumindest, denn er hat Schach der Großmeister kommentiert, zusammen mit seinem kongenialen Partner Wladimir Hort. Das ist Helmut Pfleger. Und weiter geht's mit dem Zitat für 800. Ein guter Spieler hat immer Glück. Diese Aussage stammt vom genialen Kubaner José Raúl Capablanca. Und schon sind wir damit bei Eröffnung 800. Benenne diese konkrete Variante. Jetzt wird etwas spezifischer. Ja? Das ist im Black Madima Gambit die Teichmann-Verteidigung. Beim Ereignis für 800 gebe ich euch folgende Varianten vor. Folgende Namen. Ich lasse euch ein paar Sekunden zum Lesen. Und dann geht's los. War jetzt etwas schnell und etwas schwierig, aber das sind am Ende des Tages die Bundestrainer des Deutschen Schachbundes seit 1979. Und last not least wird der Autor 800 gesucht des Buches Die Endspieluniversität. Ein Meisterwerk für Endspielliebhaber und das ist Marc Dvoretzky. Nun, ich hoffe, ihr habt vielleicht sogar Vorschläge und Ideen für neue Überschriften, für weitere Themenbereiche. Lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren oder schreibt mich über Lichess einfach an. Ich freue mich auf eure Vorschläge. Und jetzt geht's mit den Tausendern weiter. Und los geht's wieder bei den Spielern. Wer ist das hier? Das ist die amtierende, seit 2016 amtierende Schachweltmeisterin Wenjun Zhu. Bei den Zitaten für 1000 haben wir: Das Schwerste beim Schach ist immer eine gewonnene Stellung auch zu gewinnen. Von wem ist das? Das stammt vom ehemaligen Schachweltmeister Emanuel Lasker.
Und schon sind wir bei Eröffnungen für 1000. Hier seht ihr die Zugvorgabe. Ich gebe euch ein paar Sekunden Zeit zum Lesen. Königsgambit kriegen wir sicherlich alle hin, aber das Mutio-Gambit nochmal. Beim Ereignis für 1000 gebe ich folgende Informationen. Eingeführt 1980, ist ein Mannschaftswettbewerb. Die ersten teilnehmenden Mannschaften waren SV Wilmersdorf, SF Mark Heidenfeld oder TB Erlangen. Rekordspieler ist Klaus Bischoff. Hier habe ich die von der DSB gegründete eingleisige Bundesliga gesucht, die dann 2007 zur Schachbundesliga e.V. Transformiert wurde. Und bei der letzten Frage der normalen Spielwand möchte ich von euch wissen, wer ist der Autor des Buches Winning Pawn Structures? Das ist Alexander Baburin. Damit haben wir alle Fragen durch und ich hoffe, ihr habt möglichst viele Punkte erreicht. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst mir doch gerne schon mal ein Abo da. Das motiviert mich, weitere solcher Videos zu machen. Und jetzt geht's zur Masterfrage. Die Kategorie, aus der die heutige Masterfrage stammt, ist die Jahreszahl. Sprich, wir suchen ein Jahr. Und damit geht's auch schon los. Ich gebe euch folgende Hinweise. Matthias Wahls wurde deutscher Einzelmeister. Marina Olbrich wurde deutsche Einzelmeisterin, Janis Klovans wurde Seniorenweltmeister und mit Garry Kasparow verlor erstmals ein Mensch gegen einen Schachcomputer. Ich drücke euch die Daumen, viel Glück! Wir haben das Jahr 1997 gefunden. Ich denke mal, der Hinweis mit Kasparow, der könnte vielleicht auch geholfen haben. Also, alle Fragen sind natürlich rein subjektiv von mir in ihrer Schwierigkeit eingestuft worden. Ich hoffe, ihr konntet trotzdem gut mitraten, hattet ein bisschen Spaß und dann sage ich besten Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.